Wie sieht's eigentlich in meinem Wabikusa aus? Das zeige ich dir in diesem Video und ich erkläre dir noch, warum ich angefangen habe, das Wabikusa zu düngen. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video geht es mal wieder nicht um Aquascaping, sondern um mein Wabikusa. Viele von euch haben mich gefragt in den Kommentaren auf Facebook, in meiner Gruppe, hey, wie sieht's denn aus mit dem Wabikusa? Wie entwickelt sich das? Interessiert mich total. Und ich habe auf Facebook auf meiner Seite schon mal so ein kleines Update gepostet, gehabt, aber hier noch nicht in Videoform. Und deshalb dachte ich, machen wir das heute mal hier in Videoform. Also, mein Wabikusa entwickelt sich wirklich super. Ich habe ja direkt, nachdem ich das letzte Video erstellt habe, in dem ich dir erklärt habe, wie man so ein Wabikusa einrichtet, falls du es noch nicht gesehen hast, oben rechts in der Ecke findest du den Link, direkt danach habe ich nochmal das Gefäß gewechselt. Denn ich habe tatsächlich noch ein Gefäß gefunden, was besser dafür geeignet ist. Das ist so eine Art Bonbonglas, was ich da benutze. Das ist halt ein zylindrisches Glasgefäß, was aber einen dichten Deckel hat. Der Deckel hat außenrum nochmal so eine kleine Gummidichtung, der ist also wirklich dicht und ist deshalb besser dafür geeignet als die Schale, die ich vorher benutzt habe, weil es eben besser abzudecken ist. Das Ganze läuft dann so ab, dass wenn ich zu Hause bin, ist dieses Glas offen, weil ich finde es einfach schöner, sieht besser aus. Und dann wird das so, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Mal am Tag besprüht, dass es auf jeden Fall immer schön feucht bleibt und nicht austrocknet. Und über Nacht oder wenn ich mal irgendwie einen Tag weg bin oder so, dann mache ich einfach den Deckel drauf und das Ganze bleibt feucht und trocknet nicht aus. Das ist also wirklich ideal. Bei der anderen Schale, die ich vorher hatte, wäre es halt darauf hinausgelaufen, dass ich es dann, wenn ich wegfahre, immer mit Frischhaltefolie abdecke. Das ist aber natürlich ein bisschen aufwendiger, als wenn man einfach so einen netten Deckel hat, den man da draufstellen kann. Vom Wachstum her entwickelt es sich wirklich, wirklich gut. Das Monte Carlo hat sich mittlerweile umgestellt und fängt jetzt an, kriechend über den Boden zu wachsen. Auch die ganzen Moose, die ich drin habe, fangen an, ordentlich zu wachsen. Einige sind schon am Rand angekommen und ich denke mal, so in 2, 3, maximal 4 Wochen wird das unten auch komplett grün sein, das Ding. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie es sich dann entwickelt, weil dann müssen sich die Sachen so langsam übereinander stapeln. Das Moos wird immer höher werden. Das Monte Carlo wird sich vielleicht so ein bisschen im Kreis drehen oder so. Da freue ich mich drauf. Und ich werde das auch nicht schneiden, ich werde das nicht trimmen, sondern ich werde das wirklich ganz natürlich wuchern lassen, um zu sehen, wo es so hingeht und was die Pflanzen so aus ihrem Lebensraum dort dann machen. Ein zweiter Grund für dieses Video war aber auch, dass ich angefangen habe, mein Wabikusa jetzt zusätzlich zu düngen. Und zwar habe ich mir dazu von Du Aqua den Be Bright geholt. Das ist ein spezieller NPK-Dünger, der wirklich konkret für immerse Aquarienpflanzen gedacht ist. Du Aqua ist ja eine Tochterfirma von ADA, deshalb ist es auch nicht ganz so günstig. Also diese 200 Milliliter Flasche kostet 10 Euro. Ich hatte den aber tatsächlich in der Vergangenheit auch schon mal, als ich auch schon mal Wabikusas hatte. Und ich hatte immer gute Erfahrungen mit dem, deshalb habe ich mir den wieder geholt. Es gibt aber eine Alternative, wenn du dir diesen Dünger nicht holen möchtest für deinen Wabikusa, fang doch einfach mal an, das Wabikusa mit Aquarienwasser zu besprühen. Denn wenn du dein Aquarium düngst, sind da ja auch noch Nährstoffreste drin und die führst du so dann auch dem Wabikusa dazu. Das ist genau das gleiche wie, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, dass ich alle meine Zimmerpflanzen hier mit Aquariumwasser dünge. Einfach beim Wasserwechsel, das Wasser, was beim Wasserwechsel anfängt, das schütte ich nicht weg, sondern damit werden erstmal sämtliche Pflanzen hier gegossen und das funktioniert fantastisch. Ja, also das Wachstum meiner Zimmerpflanzen ist seitdem sehr, sehr, sehr viel besser geworden. Die sind sehr viel gesünder. Das funktioniert wirklich ganz fantastisch. Ich kann dir das nur empfehlen. Schau mal oben rechts in der Ecke, da zeige ich dir das Video dazu. Das ist eben auch eine Möglichkeit, wie du deinem Wabikusa noch zusätzlichen Nährstoff hinzuführen kannst. Wie gesagt, ich mache es jetzt über den speziellen Dünger, der extra dafür gedacht ist. Ich mag halt Produkte, die einen konkreten Zweck erfüllen. Deshalb habe ich mir diesen Dünger wieder geholt. Aber die Sache mit dem Aquariumwasser wäre halt eine schöne Alternative, wenn du dein Aquarium entsprechend düngst. Auf jeden Fall bringt das nochmal etwas. Also seit ich damit angefangen habe, konnte ich gerade bei Monte Carlo beobachten, dass das schon deutlich schneller wächst und vor allem auch die Blätter kräftiger und ein bisschen größer werden. Das Schöne ist ja bei immersen Pflanzen, dass sie sehr viel mehr CO2 aufnehmen können als unter Wasser, weil das CO2 hier in der Raumluft ja ohnehin immer vorhanden ist. Und deshalb ist das Wachstum eigentlich im Meer immer so ein bisschen flotter, wenn sich es erstmal umgestellt hat. Und jetzt mit dem NPK da noch zusätzlich drin, ist eine ganz schöne Sache. Gefällt mir sehr gut. Das Ganze funktioniert dann so, dass man da einfach so eine Verschlusskappe von dem Dünger mit in sein Sprühwasser reintut. Wie gesagt, ich habe bei mir so eine Sprühflasche einfach, so eine 1 Liter Sprühflasche. Und da kommt dann eine Verschlusskappe mit in das Wasser rein. Also eine Verschlusskappe auf 1 Liter Wasser. Und das sind 200 Milliliter und mal ganz ehrlich, wenn man damit nicht gerade die ganze Fensterbank vollstehen hat mit Wabikusas, dann kommt man damit wirklich sehr lange aus. Ja, und so ist jetzt mein Wasser also ständig so ein bisschen vorgedüngt und immer wenn ich jetzt das Wabikusa besprühe, sprühe ich halt auch gleichzeitig so ein bisschen von dem Dünger damit rein und das tut dem wirklich sichtlich gut.
Die Sprühflasche ist bei mir übrigens einfach eine alte Sprühflasche von einem Glasreiniger. Also als er leer war, habe ich die Sprühflasche ordentlich ausgewaschen, ordentlich sauber gemacht und jetzt benutze ich die halt, um das Wabikusa zu besprühen. Muss man sich keine extra Sprühflaschen kaufen, denn so einen Reiniger habt ihr auch fast alle zu Hause. Deshalb, wenn die leer sind, nicht sofort die Flaschen wegschmeißen, denn so Sprühflaschen kann man immer gebrauchen, sei es für einen Wabikusa oder auch für einen Dry Start oder beim Einrichten eines Aquariums, also Sprühflaschen immer behalten. So, aber das war es im Endeffekt auch schon an Update zu meinem Wabikusa. Es entwickelt sich super. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es sich noch weiterentwickelt wird, wie es dann weiter wachsen wird, wenn der Boden komplett voll ist. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch angefangen, es zusätzlich zu düngen. An dieser Stelle blende ich jetzt noch zwei weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren können. Schau sie dir mal an. Da ist sicherlich noch was Spannendes für dich dabei. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Wabikusa. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass es dir gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Falls noch nicht geschehen, abonniere auch diesen Kanal, dann verpasst du nämlich keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Und wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.